Hallo, ich bin der Ahmad Gudmani. Ich bin 24 Jahre alt und war ein ehemaliger Teilnehmer an der Refugee-Programm hier an der Uni Tübingen. Jetzt studiere ich Medizin an der Universität Tübingen. Bin noch im ersten Semester. Ich interessiere mich vor allem für innere Neurologie und HNO-Medizin. An der Universität Tübingen, die ist ganz bekannt in Deutschland für die Neurologie-Spezialität. Deshalb habe ich ganz darüber sehr gefreut, einen Studienplatz hier zu bekommen. Ja, ganz gut. Also ich habe mich ganz gefreut, wenn ich die Zulassungsbrief bekommen habe. Und mir gefällt auch die Stadt ganz gut. Das System unterscheidet sich stark zwischen die zwei Universitäten. Hier ist das viel praktischer im Vergleich zu der Universität Damaskus. Ich bin ganz beeindruckt, wie gut der Unterricht hier an der Uni Tübingen ist und wie gut ausgestattet die Universität, wie modern die Unterricht und die Methode von dem Unterricht ist, ganz anders als bei uns. Natürlich, das war, wenn ich die Deutschklausur bestanden habe. In meinem Fall, das war der SH3. Und das hat so 2 Jahre gedauert, bis ich jeden Tag intensiv Deutsch lernen. Und es ist ein sehr guter Gefühl, wenn man weiß, okay, es ist vorbei. Praktisch ist es nie vorbei. Aber ja, ich denke, das war das größte Ereignis. Also das Studium war ein sehr großer Schritt, ich glaube, zur Stabilität. Also wenn man sein Land verlässt und geflüchtet, weil sein Leben nicht stabil war in seinem Heimat. Und wenn man einen Studienplatz bekommt, man weiß, dass er hat seinen Fuß in dem richtigen Weg jetzt. Und ich habe endlich es geschafft, mein Leben wieder hier abzubauen. Und ich bin auf dem richtigen Weg. Ja. Die Protokolle schreiben. Hier muss man jede Woche 2 Protokolle schreiben, das haben wir hier nicht in Syrien. Und das ist manchmal nicht so eine angenehme Aufgabe. Einfach wir Sachen wiederholen, auf dem Buch schreiben. Und was ich ganz gut finde, ist die Praktikum. Die Praktikum hier an der Universität Tübingen sind wirklich ganz gut und in alle Fächer, Genetik, Mikrobiologie, was man nicht hat in Syrien. Also kurzfristige Zukunft, Chemie bestehen, langfristige hoffentlich also den Staatsexamen zu bestehen und hier vielleicht arbeiten oder in Syrien wieder arbeiten. Der Refugee-Programm war eine große Hilfe, um das Studienplatz zu bekommen. Die Kurse, die wir hätten bei der Programm, Deutsch für Mediziner, Chemie, Mathe, das war wirklich eine große Hilfe und auch eine Vorbereitung für das Studium. Ich würde Ihnen sagen, du hast schon viel gemacht, das hätte ich herzlichen Glückwunsch, aber das ist jetzt auch eine neue Herausforderung. Es ist nicht einfach jetzt Erholung und so. Du hast eine Phase, Deutschland, und jetzt kommt eine andere, vielleicht schwierige, noch schwieriger Phase, das ist das Medizinstudium. Aber ich freue mich auch sehr für dich und dass wir Kommilitonen sind jetzt.